Hallihallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt von mir, TMWSDruff, und zwar eure das Final Fantasy 9. Ja, ich hatte mit einem guten Freund gerade diskutiert, dass er mal gerne, oder was heißt diskutiert, er hat gesagt, er würde sich interessieren, wie ich mal Final Fantasy 9 spielen würde, weil, weil ich es noch nie oft gespielt habe und ich habe es nur ein einziges Mal gespielt und weiß nicht so genau. Also das ist so ein Final Fantasy, was ich nicht zu 100% kenne. Daher storytechnisch ja, aber Sidequests nein. Ja, und ich denke mal, wir fackeln nicht lange, wir machen sofort ein neues Spiel. So, Grüß an Shardox. Ganz schön dunkel hier. Noch keiner hier? Die Grundsteuerung. Ja. Mit, Steuerung, Controller und Tastatur. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. X, okay, reden. Oder, ja, abbrechen, C. Ja, alles unteres Ding, ne? Und, ach, das kriege ich schon irgendwie raus. Mit der Zeit. So, Maus. Bestätigen, abbrechen, Linksklick, Rechtsklick. Schön. Okay. Was für ein erstaunendes Intro. Findet ihr nicht auch? So. Mit wem haben wir denn die Ehre? Ja. Das werden wir gleich herausfinden. Erst einmal die Kerzen in der Mitte des Raums anzünden. Ja, das mache ich gleich. Aber erstmal will ich hier noch ein bisschen was aufheben. Wie zum Beispiel 47 Gil. Ja. Und hier ist noch was. Ja, also immer wenn über unseren Helden hier eine Sprechblase erscheint mit einem Ausrufezeichen oder gegebenenfalls auch mit einem anderen Zeichen, dann könnt ihr sicher sein, dass ihr hier irgendwie interagieren könnt. Und die Bestätigungstaste drücken solltet. Potion erhalten. In meinem Fall wäre das jetzt Enter auf der Tastatur, X auf der PlayStation, genau. So, und da ist auch noch was. Meine Güte. Oh, Theaterschiff Prima Vista. Schiffstypus Luxuskreuzer. Gewicht 8235 Tonnen. Wow. Jojojoi. Ja, okay. Für ein Schiff ist das wahrscheinlich normal. Kapazität 288 Personen. Antrieb, Nebelantrieb, Werft, Zebold Werft. Nationalität, Lindblum. Okay. Wir kriegen hier schon mal einige Infos. So. Ja, ich mach gleich alles an. Ich gucke erstmal noch, ob hier noch irgendwas lieber, aber ich glaube, das war's dann jetzt auch. So. Nö. Na gut, okay. So, Kerzen, ich kann mal bei Fragezeichen die X-Taste drücken. Ich drücke aber Enter, nicht X, weil es für mich konformer ist. Kerzen anzünden. Wer ist denn da?
Okay, wir können unseren Helden einen Namen geben. Er ist ein Mensch, gehört dem... gehört zum Volk der Menschen, hat eine Besonderheit, hat einen Schwanz. Ja, einen Affenschwanz und... Ja, oder sowas, ja. Geschlecht männlich, Alter 16 Jahre und Rechtshänder. Ich find's, das ist schön, dass hier so viele Details verraten werden. So, unser Held heißt Zidan. Maximal 8 Buchstaben, bitte keine Sonderzeichen benutzen. Ja, danke, zurücksetzen, bestätigen. Zidane Tribal, so heißt unser Held. Es ist mir eine Ehre, Zidane. Ich bin's, Zidane. Ganz schön spät, Mann. Ja? Entschuldigung, übrigens ist der Chef schon da? Warte mal, die Maus mache ich besser mal raus. Ich hoffe, die wird jetzt nicht mit aufgenommen. Ich hoffe, das kann man alles ohne Maus machen. Na, not that's a fix. Hey, wow. Das ist gerade mal komplett der Anfang des Spiels und wir haben es schon direkt mit einem Boss zu tun. Uiuiui. Da... Kriege ich jetzt ein bisschen Bammel. So, kämpfen. Hat sich der ATB-Balken eines Charakters gefüllt, kannst du ihm ein Kommando geben. Klicke, also die Leiste rechts, ne? Klicke auf einen Charakter. Klicke auf den gewünschten Charakter sowie ein Kommando aus der Liste. Auch das Ziel des Kommandos, Charakter oder Monster kannst du durch direktes Anklicken bestimmen. Alles klar. So, wichtig ist bei Bossen in Final Fantasy 9 wäre das allerbeste, wenn man Items klaut. Oh! Wow, Cinna, du hast es aber jetzt schon hart erwischt. So, dann muss ich dir jetzt mal hier mal schnell eine Potion geben. Hoffentlich macht dieser maskierte Mann keine maskierte Typen, maskierter Mann, ja, keine hektischen Aktionen, ja. Dieser Boss hat 3 Gegenstände. Ja, es ist so üblich, dass so manche Gegner, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt ganz normale Zufallsgegner. Also es hat normal, ist es bei Bossen prinzipiell so, dass sie mehr Items haben als nur eins. Und die, also man kann sie 3-mal beklauen. Das ging jetzt mal sehr, sehr flott. Ja, es gibt auch Zeiten, wo das Klauen aller Gegenstände eine massige Zeit in Anspruch nimmt. Ja. Bei einem sehr guten Kollegen von mir namens Shartox, der mich auch quasi zu diesem Let's Play überredet hat, ja, den ich kurz angesprochen habe beim neuen Spiel starten, hat es mal, glaube ich, 40 Minuten gedauert, hat meinen Screenshot eingeblendet und hat sich so dermaßen aufgeregt. Ich kann es aber auch verstehen, warum. Boah! Mein Schädel! Übertreib's mal nicht! Nutzt eure Potions, wenn ihr angeschlagen seid. Ja. Ihr. Habt ihr inzwischen sogar was drauf? Gut, dann machen wir jetzt mal Besprechung. Also okay, das ist kein Feind oder so, das ist so irgendwie der, der Vater? Nee, nicht der Vater, aber der Erziehungsberechtigte der dieser 4 Jungs oder so? Ja, ich denke mal, das sind alles Jungs, schätze ich mal. Ich denke mal, Cinna, der diesen Dialekt hat, der ist... Ja, ich glaube, es ist ein Junge, ne? Oder? Nee, ein Mädchen nicht. Ja, doch, das ist ein Mann. Das ist ein... Egal, komm, das wird sich noch rausstellen. Gehen wir also nochmal den Plan durch. Unser Einsatz führt diesmal in das Königreich Alexandria. Ja, so heißt auch eine Stadt in Ägypten, ja. Aber es ist nicht das Alexandria hier in diesem Fall. Und dort werden wir die allseits bekannte und gefürchtete Tantalus-Bande und die Prinzessin Garnet schnappen. Jawohl. Gut, und jetzt ready zu fix. Bald kommt unser Schiff in Alexandria, und das, was wir jetzt gerade drin sind, zu fix. Wenn unser Ross okay mal ist, lasset mir uns nichts merken zu fix, ja. Okay. Und Schnibbelndes in Alexandria Sagrisch blieb der. Ich sag, diese
Diese Wörter, also diese Rechtschreibung. Deine Taube möchte ich sein, zu fix. Ah! Also er kann auch richtiges Deutsch und kein Platt oder sowas. Nee, oder weiß nicht, was das für ein Akzent ist. Naja. The Hauptraum Markus zu fix. Werd mein Bestes geben und so. Aber die Hauptrolle bei der Entführung spielt Sedan und Blank und so. In der Pause starte ich dann ein kleines Ablenkungsmanöver. Mit Hilfe dieser Viecher hier. Weiß zwar nicht, warum ich mal wieder die Drecksarbeit machen muss, aber was soll's, ich krieg das schon gebacken. Gut, und dann kommt auch schon dein Auftritt, Sedan. Alles klar. Ich krall mir dann Königin Brane? Nein, ich krall mir dann Prinzessin Garnett, oder? Genau. Du schnappst dir dann Alexandrias kleines Juwel, die von allen geliebte und bewunderte Prinzessin Garnett. Oha. Final Fantasy 9. Ja, ganz genau. Ja, und Hironobu Sakaguchi, den kennen wir ja auch. Sollte man kennen, vielleicht. Aua! Burgstadt Alexandria. Geht's dir gut? Hier, dein Ticket. Mach's gut. So, wir spielen diesmal mit einem völlig anderen Charakter und ich würde jetzt mal gerne wissen, wie man... Okay, Backspace ist nicht das Menü öffnet... Wie ging das nochmal? Menü? Ah, mit V öffnet man das Menü? Ja. So, eine, ja, man könnte, ja, eine sehr suspekte Gestalt, deren Namen wir noch nicht kennen. Ja, ist jetzt in unser Gewahrsam, könnte man sagen. Oh, so, okay, Moment mal, ich will mal gerade ein paar Einstellungen mal, vornehmen. Kamera automatisch, Animation zu Kampf beginnen. Aus. Ich glaube, das muss nicht sein. Das nimmt nur so viel Zeit. Fortbewegung. Rennen, bitte. Texttempo kann so bleiben. Kampftempo ganz weit rauf, bitte. Fingerzeiger. Weil ich finde, das Kampftempo ist an sich schon irgendwie sehr langsam in Final Fantasy 9. So habe ich es zumindest ich erlebt. Also es hat ewig, das ist sehr lange für mich gedauert, bis mal eine ATB-Leiste voll war. Aber naja, gut. Für meine Verhältnisse zumindest. So, Fingerzeiger ein. Fensterfarbe. Ich liebe ja Blau am liebsten, ja, aber... weiß nicht. Soll ich klassisch holen? Oder normal? Na komm, klassisch gefällt mir am besten. Ich glaube, ein klassisches Let's Play wäre doch vielleicht mal was ganz, ganz Tolles und Ausgefallenes. Findet ihr nicht auch? So. Ach ja, im Übrigen kann man hier noch einen Booster-Modus verwenden. Die Steam Edition von Final Fantasy 9 hat hier solche Tools, also solche... So ein Cheat-Modul quasi. Wo man einfach mal maximal Gil, also Währung und maximal hohe Level Magiesteine und all sowas hat. Aber das lasse ich jetzt mal. Das will ich nämlich nicht benutzen. Also ich will, dass hier ein offen und ehrliches Let's Play wird. So, und ja. So, ich würde jetzt... Autsch! So. Pass auf, wo du hinlatschst! Pff.
Ja, komischerweise kann man diesem Rattenjunge nicht entgehen. Der ist tatsächlich immer da. Also den man rennt ganz automatisch in ihn rein. So, und gibt es hier noch irgendwelche Leute, die einem noch was geben? Jedes Jahr nach Alexandria zu kommen und sich das Theaterstück anzusehen, das ist so etwas wie ein Statussymbol für die Adligen. Ja, und hier, ja. Guckt euch immer schön um, und ob hier nicht noch irgendwas liegt. Und Zombie-Karte, oha. Das klingt aber irgendwie nicht sehr schön. So, hier. Alexandria-Soldaten. Außerhalb der Stadt ist es alleine ziemlich gefährlich. Aha. Diese Proletarier-Kinder wuseln immer irgendwo durch die Gegend. Ach, wie lästig. Du siehst nicht gerade wie ein Poro... Was? Wie heißt der Scheiß? Warte mal. Proletarier. Proletarier-Kind aus. So. Aber irgendwie auch nicht wie eines von uns Adligen. Ja. Im Übrigen ist hier noch so ein Symbol, so ein Kartensymbol. Man kann mit den Leuten noch Karten spielen, aber... Ist jetzt erstmal für mich nicht drin. Und außerdem habe ich das mit dem Kartenspiel auch nicht so... Nicht so hundertprozentig verstanden. Es ist witzig, es ist schon amüsant, das Spiel, aber ich habe es irgendwie... Ich habe die Spielregeln nicht so komplett verstanden. Echsenmensch-Karte, und man kriegt hier schon einige Karten. Wäre vielleicht von Vorteil, wenn wir uns mal irgendwann mal im Laufe der Story mal vielleicht in einem Kartenspiel uns messen müssen. Tridedros-Karte, ja. Das sind alles Karten von Monstern. Warum eigentlich von Monstern? Das ist irgendwie... Nein, warte mal, nicht da rein. Ich will gerade noch ein paar Gegenden auskundschaften. Hier ist doch bestimmt noch was ganz, ganz Witziges an der Statue, oder? Oder Schönes. Potion zum Beispiel. Ja, das können wir zum Beispiel sehr gut gebrauchen. Einfach mal während dem Kampf uns heilen. Das ist schön. Heldendenkmal. Diese Statue wurde errichtet, um die Heldentaten der Generälin Madeline im 9. Blindblumischen Krieg im Jahre 1389 zu ehren. Im Alter von 13 Jahren stellte sich Madeline nicht nur 9 Mann an ihrer Seite den Feinden aus Lindblum. Ihr Mut und ihr Kampfgeist inspirierte alle nachfolgenden Generationen Alexandrias. Viel zu jung verstarb Madeline im Jahre 1401. Oh, das ist aber tatsächlich sehr kurz. Das ist tragisch. So, okay. Gut, ich glaube, dann können wir jetzt hier wahrscheinlich wirklich weitergehen. Wie gesagt, ich habe Final Fantasy 9 ein einziges Mal gespielt und kenne wirklich nicht alle Sidequests. Ich habe versucht, sie alle zu machen, aber ich habe es nicht geschafft. Man kann auch Sidequests verbocken, so wie ich das erlebt habe. Aber deswegen solltet ihr schon mal wissen, ich habe jetzt nicht die Absicht, ein 100% Let's Play dazu zu machen, also mit allen Sidequests erfolgreich. Also das ist ja... Dieses Let's Play dient jetzt eigentlich nicht als Walkthroughs oder so für alle Secrets oder für alle Geheimnisse oder so. Ja. Nee, das ist nur ein ganz gewöhnliches, ein Let's Play ohne Zwang. Ja. könnte man vielleicht so sagen. Ohne, ja. Egal. Ich hoffe, ihr habt das Prinzip verstanden. Ihr seid ja nicht blöd, ne? Oder ihr seid nicht auf den Kopf gefallen, sagen wir so höflich, ne? Bei dem Muster wird mir ganz schwindelig. Ui. Hallo, Lady. Alte Frau. Puh, gleich hab ich es. Frieda, ich bin zu Hause. Ich hab Irias Weste, aber noch nicht fertig. Sei doch so gut und mach derweil noch einen kleinen Spaziergang, ja? Ohoho, ist doch jedes Jahr dasselbe. Sie verhätschelt die Kleine doch völlig. Ja, man möge mal ich würde mal gern anmerken, es gibt so einen deutlichen Unterschied. Oh, ein Friedas Notgroschen. 9 Gil. Ne, das gehört sich aber nicht. Kann man es nicht zurückgeben? Ja. Wahrscheinlich nicht, ne? Was, wenn ich dich jetzt nochmal anquatsche, anrede? Liebe, werte Frieda, bist du es, Iria? Doch, ein paar Minuten, dann habe ich die Weste fertig. Ja, wer ist Iria? Wo ist Iria? Da oben? Eigentlich ist es voll assi, dass man hier in anderen Häusern reingehen kann und sich einfach Gegenstände holen kann. Das ist doch Diebstahl vor allen Augen, und keiner beklagt sich. Und ich habe gerade einen Notgroschen, Ersparnisse eingesammelt. Das ist illegal. Das soll man nicht machen. So, ja, komm.
bevor du noch einen Kollaps kriegst bei dem Anblick dieses Musters, gehen wir lieber mal raus und... Hui, guck mal, was ist da? Potion erhalten. Ja, es ist hier so ein ganz, ganz großer Unterschied zur Gestaltung des Spiels. Also von der Optik her. Also es ist alles so mehr so ein bisschen kindlich gehalten und märchenhaft und zauberhaft. Im Gegensatz zum Vorgänger Final Fantasy VIII, das war erwachsen, ernst und eigentlich detailliert dem Realen nachempfunden. Das ist, ja. Mich interessiert so ein bisschen was, ja. Ob Squaresoft damals, weiß nicht, was sie dazu verleitet hat. Ich meine, das ist jetzt keine Kritik oder so. Mich interessiert nur, ob sie absichtlich keiner festen Form folgen oder so. Oder, ach ja, weiß nicht. Das ist einfach ein interessanter Faktor, den ich einfach mal gerne in den Raum schmeißen will. Ganz einfach, mehr ist es nicht. So, der Touristenführer sagt, ehrenwerter Adel aus Treno, mit Verlaub gestatte ich mir, die Führung zum Schlosse Alexandrias zu übernehmen. Und ganz ehrlich, diese märchenhafte Gestaltung des Spiels, mit die Charaktere zum Beispiel, das sind nicht immer alles Menschen, sondern auch so tierliche Charaktere, ich finde das sehr, sehr schön, ganz ehrlich, das macht das Gemüt einfach so unglaublich locker. Ist einfach so richtig, ach, knuddelig, schön und süß. Das macht das Spiel einfach so richtig, ja, einfach so gemütlich zu spielen, finde ich. Ja, okay. So, ich gehe dann, was war das? Das war nur ein Schild, oder? Zum Sternhagel, für nur heute Alexandrias beliebtester Cocktail, Brane Colada, zum halben Preis. Ja, Brane ist im Übrigen, oder Bran, ist im Übrigen die Königin von Alexandria, diesem Reich, in dem wir uns jetzt gerade fortbewegen. Ja, und ja, die werden wir auf jeden Fall noch kennenlernen. Verlasst euch drauf, aber naja, ich sag jetzt mal nichts. Wir lassen erstmal alles auf uns zukommen. Immer lächeln. Ja, aber immer lächeln ist nicht gesund. Man muss auch mal schmollen, das ist auch gesund. Nur die Balance ist gesund. Dann verbleiben wir doch da. Ashley, Gastwirt. Heute Abend wird der Laden gerappelt voll. Und dennoch wird das heute mein letzter Abend. Wieso? Kündigst du? Oder quittierst du oder so? Hast keinen Bock mehr? Gehst in Rente? Naja, gut. Ist ja dein Leben. Obwohl heute Abend das Theater ist, bin ich irgendwie deprimiert. Oh. Deprimiert? Ja, das ist natürlich doof. Depressionen sind unterdrückte Gefühle. Lass mal deine Gefühle raus. Hier, schmeiß ein Glas gegen das Regal, ja? Nein, das soll keine Anstachelung zur Gewalt sein, sondern, ja, einfach ein Vorschlag, wie man mit Depressionen umgeht. Einfach alles rauslassen. Ja, okay. Alles klar, aber gut, Leute, ich glaube, das wäre, ja, die Adligen sind wohl alle auf dem Marktplatz. Ja, das ist natürlich, ja. Naja, komm, wir machen noch weiter. Ich wusste schon, worauf ich hinaus wollte, oder? Oder? Warte mal. Ich glaube, wenn man die ganzen Leute hier anspricht, dann kriegt man nichts, oder? Ich hoffe, die geben mal nichts, weil ich habe jetzt irgendwie keine Lust, mit jedem Einzelnen zu sprechen. Also man kriegt ja total viele Sachen. Also es lohnt sich, überall rumzugucken. Duck! Oh, Duck! Ein wichtiger Name im späteren Teil. Also dem Nachfolger von Final Fantasy IX. Aha. So. Ach ja, man kann auch schon Items kaufen. 12 Potions, Phönixfedern, Antidot. Ja, ich glaube, ich würde mir warte mal. C ist ablehnen. Gut. Ich hole mal eine Phönixfeder. Und eine Antidot und einen Augentropfen. Ja. Und dann C nochmal raus. Danke. Danke, werter Herr. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Okay. Nein, warte. Ach, das war doch nur ein Schild, glaube ich, oder? Warte mal, wir gehen nochmal zurück. Zurück, bitte. Ja. Und. Was? Dux Itemladen. Ob Phönixfeder, Potion oder Antidot, du kannst dich immer auf Dux Items verlassen, in der Not. Hey, das ist ein schöner Werbeslogan, wirklich. Der
Oh ja. Oh. Da fühlt sich mein Herz sehr. Fühlt sich mein Herz berührt. Mhm. Ja. Ja, wir laufen die ganze Zeit hier durch die Gegend, aber wir finden irgendwie nicht so viel. Ja, weiß nicht, wie. Passiert, man meint irgendwie, es passiert nicht so viel Handlung momentan. In der Handlung, könnte man meinen. Die drei Helden der Pluto-Truppe. Diese Statue wurde errichtet, um die herausragenden Heldentaten dreier Pluto-Soldaten im 15. Lindblumchenkrieg im Jahre 1601 zu ehren. Vorher war es der 9. und jetzt der 15. Sag mal, wie viele Kriege führen die denn? Sind die irgendwie nicht mehr ganz dicht, diese ganzen Königreiche oder so? Oder die Herr und die Könige oder so? Also, man könnte meinen, dass Alexandria irgendwie voll die Tyrannei zugange wäre. Naja, gut. Aber wir sollen ja nichts vorschnell verurteilen. Bevor wir uns ein komplettes Bild von etwas machen können, sollten wir uns lieber mal alles ganz genau ansehen. Das sollte man, ne? Vorurteile sind sehr primitiv. Und seien wir doch mal ehrlich, lieber Zuschauer, du willst nicht primitiv sein. Glaub mir, das ist nämlich scheiße. Aufs Höchste. So, warte mal. War ein Ausrufezeichen? Nee. So. Alexandria-Soldaten, falls ihr ein Ticket habt, das geht zum Ticketschalter und lasst euch einen Stempel geben. Ja, okay. Ja. Dieser werte Junge hier, ja, er will auch zum Theater. Es findet ein Theaterstück statt. Von dieser Banditengruppe. Tantalus, genau. Vor der wir gerade mit Sedan im Schiff waren, genau. Die führt nämlich ein Theaterstück auf und dieser junge Herr will nämlich auch dahin. Und es findet im Palast statt. Zum Ticketschalter, genau. Wie kann man zu Diensten sein? Ticket vorzeigen. Irgendwas stimmt mit dem Ticket nicht. Hoppla, das ist ja eine Fälschung. Kommt oft vor diese Tage. Nun schau doch nicht so traurig. Ich verstehe ja, wie du dich fühlst, aber schau mal, ich schenke dir das hier und jetzt Kopf hoch, ja? Goblin-Karte erhalten, diese Grimm-Karte, Skeleton-Karten. Na ja, toll. Das ersetzt aber kein Theaterstück. Eine Fälschung. Wer hat dir denn eine Fälschung gegeben? Das gibt's doch nicht. Wenn du was übers Kartenspiel wissen willst, dann frag doch Seitenstraßen-Jack. Der ist ein echter Profi. Das wäre jetzt meine Reaktion, wenn ich herausgefunden hätte, dass mein Ticket eine Fälschung wäre. Und ja, gut. Aber ich will diesen Part jetzt nicht irgendwie motzig beenden. Ich mache den jetzt mal ganz sachte und sanft. Beende ihn mal so, okay. So, und ja, ich hoffe, euch hat dieser erste Part von Final Fantasy 9 gefallen. Ja, also ich bin mal sehr gespannt, wie sich das als Let's Play so entwickelt, ganz ehrlich. Ich bin so richtig neugierig. Jetzt im Moment gerade. Das ist, huhu, ich glaube, ich habe demnächst mal ordentlich zu tun die nächsten Tage. Gut, alles klar. Liebe Leute, bis zum nächsten Mal, euer Team WSRF und ciao. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch gerne einen Kommentar ab. Lasst eventuell einen Daumen nach oben da. Falls ihr einen Daumen runter gibt, bitte ein bisschen Kritik. Dann bitte auch warum Kritik ist oder ja. Ich würde gerne ein Warum wissen, okay? Das wäre nett. Und wenn ihr wollt, wenn ihr schon nicht genug kriegt von meinen Videos, dann könnt ihr auch abonnieren. So. Genug der Rede. Ich verabschiede mich erstmal von Final Fantasy 9 und ich hoffe, der erste Part hat dir gefallen. Chartox, hihi, ja. Ich hoffe, ich habe dich sehr unterhalten. Tschüssikowski!